Hey Kinders und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Watch Dogs 2 und da oben ist er. Wir gehen jetzt in dieses Parkhaus hier rein, um tralali, tralala. Leider ist kein Treppenhaus da. Schade. Das wäre auch zu einfach gewesen, ne? Da hinten sind die Stairs. Steht doch da. Apartments plus Townhouses. 555-0001. Ach komm, jetzt sind, oh, oh, diese... Oh, das Flimmern, ey. So. Wo ist er? Hier irgendwo muss er doch sein. Sitzend. Boah, auf dem Parkhaus haben die hier so einen Springbrunnen. Das ist ja cool. Ich würde ja gerne echt wissen, wie viel hiervon gedacht ist. Jahre? Die NSA ist doch nicht seit 20 Jahren hinter Haddock her. Oh mein Gott. Der Typ muss von Greystrom sein. Greystrom und die NSA arbeiten zusammen. Wir müssen den finden, der dahinter steckt und den Plan vereiteln, bevor sie zuschlagen. Josh hat den anderen aus dem Chat aufgespürt. Sieh dir den doch mal an. Ja, dann halt der andere, ne? Alles umsonst jetzt gerade hier gewesen. Zurück zu dem flackernden Licht, hä? Ah, das Motorrad steht noch da. Perfekt. So, wo ist denn der andere? Oh, der ist gar nicht so weit weg. Ups. In die falsche Richtung gefahren. Vorne, links, dann wieder ganz vorne, rechts. Das ist ein schöner... Motorradrennen. Straße, ey, das würde man einfach lassen. Würde einen wahrscheinlich zu weiß kriegen. Wenn er immer an der falschen Stelle ist, ein Kackauto da ist. Wie jetzt hier. Okay. Oh, das ist ja krass. Hört auf! Fuck, Mann! Verdammt! Hab ihn verloren! Halten Sie sofort Ihr Fahrzeug an! Halte die Fresse, Mann! Boah! Boah, hat der Bulle mich einfach viel zu weit weggeschubst. Geben Sie auf und fahren Sie
Mann! Sucht euch doch mal eine andere. Alter, wieso verfolgen die mich denn immer noch? Mann. Das lang. Sieht man gar nicht, dass ich es bin. So kaputt wie das Auto hier ist. Oh, komm. Das bisschen da noch. Oh. Ich dachte schon, ey, jetzt kriegen wir mich wieder. So, die Verfolgungsjagd hat uns jetzt auch so weit vom Ziel abgebracht. Eine Verfolgungsjagd am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Den aber echt gut erwischt, ne? Zweimal einfach gehackt, damit er rückwärts fahren muss, und dann BÄM! Einfach mal ein bisschen abgeballert. Immer eine Frage. Ist da oben überhaupt noch was? Was ist mit dir? Hast du das gehört? Was soll ich machen? Also, gehen die auf die Straße? Was heißt denn hier abgehängt, Mann, ey? Habt ihr echt nicht mehr alle Tassen in Schüssel im Schrank, ey? Diese Prime-8-Hacker sind ist der? Ah, da. Alles ist vorbereitet. Wenn er seinen Hack startet, wissen wir genau, wo er ist. Bleib cool. Vielleicht kriegen wir den Kerl endlich. Du bist etwas zu aufgeregt. Meinst du? Hast du eine Ahnung, was das bedeutet? Bleib locker, geh zurück zum Versteck. Wir kommen hier klar. Nichts da, Mann. Auf keinen Fall. Die haben ein Versteck erwähnt. Tu mir den Gefallen. Analysier die GPS-Daten auf den Handys dieser Leute. Gut. Gibt's da einen Ort, den sie häufig aufsuchen? Oh Mann. Ja. Ganz eindeutig. Das ist das Versteck. Ich markier's auf der Karte. Neue Detect-Mission verfügbar. Hätte es gedacht, ne? Oh Mann, ist das so weit weg? Ja, komm, machen wir mal da eine Schnellreise hin. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Weil wenn wir dann schon hier beim Auto sind, vielleicht kaufen wir uns dann doch mal so ein paar Autos, ne? Ja? So, Motorräder. Kaufen. Lass dir ruhig Zeit. Ich bin in der Nähe. So, Offroad. Standard. Thank you.
Sportwagen. Kann ich helfen? Muscle Cars. Und Hochleistung. Wiedersehen. Ja. Nehmen wir den noch. Oh, da müssen wir hin. Ich hab das Versteck. Muss nur noch an die Daten. Versuch dich zu beeilen, Em. Die Head-Up-Falle ist bereit zuzuschnappen. So. Was ist denn da hinten? Hallo? Könnt ihr mir nicht sagen, ja? Ah, okay. So. Dann haben wir das da. Aber hier wollen wir rein. Social media is about sharing who we are with the world. Ach du Scheiße, ey. Das Teil. Okay, da müssen wir hoch. Aha. Okay. Mit den hier. Wir können den nicht so steuern. Kommen wir zurück. Oh, was ist das denn, ey? Und dann so. Aus dem Weg, Mann! Sie blockieren die ganze Straße! Also die Möglichkeit ist, ich muss den erledigen und dann hole ich mir das Teil da. Fahren einfach an den Toten da vorbei. So, kommst du auch nochmal zurück oder wolltest du da jetzt die ganze Zeit bleiben? Zentrale, wir haben einen anonymen Tipp zu einem möglichen Verdächtigen. Bitte melden. Den weg haben, ne? Oh fuck, nicht jetzt. Oh. Okay, also erledigen kann ich den nicht, wenn die Polizei da gerade kommt. Sonaros LX. Lustig, ey, da siehst du auch die Nummernschilder, ey. Ja, führt den mal bitte ab. Halt die Fresse, sonst sorge ich dafür, dass du. Okay, echt jetzt? Was ist passiert?
Was soll das? Boah, geh doch einfach mal weiter. Die haben den schon im Auto und fahren jetzt weg. Danke. Also geh mal deinen normalen Weg weiter, bitte hier entlang, damit ich dich da mal kurz abboxen kann. Ach komm, ey, das ist jetzt nicht fair, ne? Alter Mann, da ist die Polizei und die tut nichts. Die schießen auf mich. Fuck, Mann. Jetzt im Ernst? Komm schon, schnell ins Auto, schnell ins Auto. Klar. Fuck, ey, jetzt hab ich sie wieder am Hintern. Ja, Digga, ich weiß. So, ich komme aus dem Sperrgebiet hier raus. Hallo, ich warte hier. Es ist schön, dass du da so wartest. Was ist los? Komm, willst du mich nicht verwarnen? Komm schon. Hier. Yeah. Lass. Zivilisten haben hier keinen Zutritt. Gehen Sie weiter. Ah, geht doch. So muss das sein. Ja, hier Knallerbsen, ey. Oh, das ist ja cool. Guck mal, da haben wir noch ein schönes Auto, das wir auch benutzen können. Sektorprüfung abgeschlossen. Nein, es ist immer noch. Partybot-Sequenz gestartet. Ich hatte nie Unterricht. Merkt man das? Ich rufe nur ein. Ich brauche ein Roboter bei Tag. Ein Android bei Nacht. Ich nehme mal die Pflege. Roboter haben keine Energie. Komm, wie geil!
Verzeihung, mein Tanzbeinjot. Roboter haben einen Erlern des Verständnisses verbunden. Liebespotsequenz geschafft. Du wirst mich auf keinen Fall hängst. Auf das ist angewendet. Dann wehre dich die Mission. Ja, keine Ahnung. Wo war er? Hä? Doch da! Oh Mann, ey. Ist egal. So, kann ich jetzt endlich meine Mission zu Ende machen, Mann. Das wäre echt toll. So, jetzt sind wir hier wahrscheinlich wieder neue, ne? Wieder da. Also hier sind zwei. Okay. Den da. Einfach mal ausschalten. Den hier ausschalten. Ich muss ruhig bleiben. Ich muss ganz ruhig bleiben. Dann können wir nämlich. Nicht, ich brauche Hilfe! Wir haben die Ziele bestätigt. Was ist das? Kommt keine Bestätigung. Nein, das ist rückwärts. Ich warne dich nur einmal. Hau ab! Du meinst, du kommst hier rein? Hau ab! Vorsicht! Das ist alles Gesellschaft! Schnell ab! Lauf! Halt die Fresse, Mann! Du nervst! Ja. Jetzt können wir den Hack endlich machen. Ah. Okay, ist andersrum. Ja, nee, ist klar. Oh, nee.
So, dann brauchen wir mal gerade die Drohne. Zack. So einfach ist das. Jetzt können wir das hier hacken. Was ist das für ein Sicherheitssystem, Mann? Niemand hält Markus auf. Wo sieht's bitte? Diese Operation hat kein Budgetlimit. Die Ausrüstung hier ist vom Feinsten. Dann holen wir uns die pikanten Details. Ah, okay. Sehr abrupt das Ende, aber ist okay. Nichts zu vermelden. Habt ihr irgendwas? Meistens Überwachungsvideos. Egal was, egal was. Wow. Was? Ein ganzes Dokument mit Codenamen. Du hast doch im Bootshaus von dem Typen, den Haddock gewarnt hat, einen Codenamen gefunden. Ja, Redbeard. Ich such grad. Da ist er. Redbeard. Richtiger Name. Lovro Tomic. Bingo. Garantiert die beste Spur zu Haddock. Ich markiere dir sein Haus. Oh wei! So eine ganz schön ausschweifende, Na komm schon. Oh, jetzt brauchst du wieder so ewig. Ach, geht doch. Und okay, ist zu. Boah, lol. Ganz hinten. Ne, gehen wir dahin. Ist mir echt ein bisschen zu weit weg. Nur Eik, zu weit. Was ist das eigentlich? Ein Klamottenladen? Waren wir ja hier schon mal drin? Ich glaub nicht, ne? Ah, doch, hier waren wir schon mal drin. Haben wir schon alles gekauft, wa? Frage. Ah, hier ist noch was zum Mitnehmen. Ihre Einsatzleitung uns wurde zugetragen, dass in ihrer unmittelbaren Nähe ein Verbrecher sein soll. Ups, sorry. Ja, ist okay. Ich verzeih dir. Ich hab das Ding auch ohne euch. Aber danke für die Hilfe. So. Wo war denn mein Auto? Schon okay. Ja, das Auto nehme ich nicht mehr. Nein! Mann, das hätte ich gerne genommen. So, ich bin. Ah, ich bin eigentlich auf direktem Weg. Dann latschen die halt dahin. Oh, komm. Das ist zu steil für dich, ja? Ehrlich? Thank you.
jetzt kommen wir in eine der nobelsten Gegenden überhaupt. Wieso höre ich hier Notruf? Ich habe doch niemandem was getan. Ist da wieder einer bei mir drin? Nee, keiner drin diesmal. Wir haben sie lokalisiert, die Polizei. Ach, die Polizei kann mir irgendwie. An diese riesen Sendetürme. Monster. Müssten dir mal was Grünes anziehen dafür eigentlich, ne? Ja, da sind wir schon. Zack, ey. Diese Häuser hier. So eins hätte ich auch gern, ne? Roboters! Was denn Roboters? Da ist einer. Boah, der muss natürlich genau am hintersten Ende sein, ne? Guten Tag. Was ist das denn? Meine Kapazitäten sind optimal. Meine Kapazitäten sind optimal. Ich weiß nicht. Ich bin süchtig. Lol. Krass, krass! Wie das aussieht, mein. Oh, hier, ein Baumsteiger. Ich guck einfach mal gerade, was denn hier so rumlungert an Gegnern. Da haben wir ja schon ein paar. Da haben wir noch zwei Roboter. Ein Typ. Es ist alles in Ordnung. Sektorprüfung abgeschlossen. Gut, dann schalten wir dich mal aus. Und wenn er jetzt hier ist? Die Systeme laufen optimal. Oh lol. Das hier oben noch damit. Bleep, piep, blue. Alles sicher. Ah, oh. Wenn ich da wieder rauskomme, ist der Roboter nämlich wieder aktiv, ey. Kacke. Ich fasse es nicht, dass er tatsächlich Haddock erwischen könnte. Nicht, wenn wir es verhindern. Verschwinde jetzt bloß nicht. Nicht jetzt, verdammt. Jetzt bleib mal auf dem Teppich, es geht los. Alle arbeiten daran. Er bewegt sich, ich brauche jetzt deine Position. Moment. Ja. Wie sieht's aus? Eine Sache von Minuten. Mein Kontakt sagt... Es passiert jetzt. Ergebnisse, keine Luftnummer. Wir müssen schneller sein als er. Moment. Das ist es. York und 18, das ist die Mission. Ich hab dich, Motherfucker. Was? Was? Reykjavik? Chelsea? Was zur Hölle soll der Scheiß? Nein, Motherfucker, nein! Fuck! Haha. Jetzt habe ich ein Problem. Oh, nee, doch nicht. Dieser Typ wird Haddock nicht so bald finden. Bringt uns vielleicht Sympathien. Vielleicht. Gerade ist deine E-Mail reingekommen. Hey, Kids. Nicht total schlecht. Ach komm, das Auto hättet ihr mir lassen können, ja? Ihr seid ja so Pisser. Kann ich vielleicht... Nicht total schlecht. Von Haddock. Wie abgefahren.
Schätze, das heißt, dass Haddock uns verziehen hat. Jetzt stehen hier nur noch so Fuck-Autos. Oh, guck mal, ein neuer Hund. Hallo. Du verstehst mich, oder Hundi? So, dann nehmen wir dich mal. Neue Song? Los Lacas. Oh, was ich jetzt vergessen habe, ich wollte ja zeigen, wo die ganzen Autos stehen. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Neuer Song. Outcast. Na gut, genau. Dann nehmen wir es beim nächsten Mal. Und dann auch wieder mit neuen Autos.